Also der Wein soll gut munden, so wie ich sehe. Und hier ist ein abgeschiedenes kleines Plätzchen. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Oh, wie romantisch. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Wo hat er dich angefasst? Ich meine, woher kennst du ihn? Wie hast du ihn kennengelernt? Ach, Geralt, alle Magier kennen sich. Manche sind über ein Jahrhundert alt. Da hat man viel Zeit, um Bekanntschaften zu schließen. Also dann, wann hast du ihn kennengelernt? Bei einem Fest vor langer Zeit. Er schlug ganz unverfroren vor, uns irgendwohin zu teleportieren, wo es ruhiger ist. Du hast abgelehnt? So sah er aus. Du hast abgelehnt? Glaubst du das? Er ist mir danach noch eine Weile nachgestiegen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass er dich mochte. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Sie scheint viel von dem Wein zu kosten. Du bist einfach charismatisch, du bist eben charmant. Sie haben sonst niemanden. Das hier, ganz ehrlich, sind alles schöne Komplimente und schön dahergesagt. Das ist allerdings die Wahrheit. Sie haben sonst niemanden. Puh, danke, Geralt. Wenn du was Freundliches sagen wolltest, musst du es nochmal versuchen. Na gut, ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Deine Augen sind wie die Sterne. Du siehst nett aus. Entschuldigung. Nun, sieht nicht so aus, als wäre Geralt der größte Romantiker. Aber wir wissen ja, die Emotionen sind weg und alles. Deswegen, deine Augen sind wie Sterne. Ich glaube, so einen billigen Anmachspruch. Ich denke mal, offene, ehrliche Art, die wird uns hier weiterbringen. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Ich bin froh, dass wir zusammen hergekommen sind. Wirklich? Trotz dieser aufgeblasenen Adligen und den Bücklingen und dem falschen Lächeln? Wir haben nicht oft die Gelegenheit, ein paar Worte zu wechseln. Willst du mir denn was sagen? Kommt wer? Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. No. Wie süß. Sucht sicher seine Geliebte. Und Triss scheint schon... Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Ach Gott, das ist... Los, Geralt! Ach mein Gott, das ist irgendwie Chris, süß. Warte. Geralt, kommst du? Aber irgendwie natürlich auch ein bisschen gefährlich, denke ich. Aber wir wollten uns ja sowieso in diesem Labyrinth mit dem treffen. Ich hoffe nur, wir verlieren sie nicht. Na los, schnell. Es war doch klar, dass sie sich abschießt hier. Geralt, aber kommst du? Kann man es ihr verüblichen, verübeln? Ich glaube nicht. So, schnell hinterher. Wo müssen wir hin? Da müssen wir lang. Vorsicht. Oh.
Meisterin Merigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Och, wir schade. Gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Das war, ganz ehrlich, gerade ein echt schöner Moment. Genau, natürlich in Time, das Feuerwerk. Alles hat dann perfekt gepasst. Und wie hätten wir anders, als sie zu küssen? Ganz ehrlich. Und ja, wir wissen ja auch, gerade Triss kann das gerade im Moment echt gut gebrauchen. Deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch betrunken. Ihr Leben ist im Moment alles andere als einfach. Und das war wahrscheinlich eines der besten Möglichkeiten, wie sie damit umgeht. Einfach mal raus. Einfach mal sich abschießen. Aber wir müssen an dieser Stelle eine ganz, ganz kleine Aufnahmepause machen. Es tut mir fast schon leid. Aber für euch wird es ja wahrscheinlich nur eine Sekunde oder einen Tag dauern, bis ihr den weitersehen könnt. Denn ich weiß noch nicht genau, wie ich das schneide. Auf jeden Fall mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Deswegen seid mir nicht böse. Wir speichern nochmal einfach so Double Tap. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns entweder sofort gleich wieder oder in der nächsten Folge. Tschüss und auf bald. Gehabt euch wohl. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher. Und ja, ein paar Sachen vorab. Wir können ja währenddessen, wir laufen, schon mal ein bisschen weitermachen. Ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist. Bei mir ist das ein bisschen länger her. Längere Aufnahmepause gemacht, beziehungsweise unsere Aufnahmesession letzte Mal ging ja echt Albert, lange. Du wolltest mir dein Labor und zeigen. Deswegen habe ich jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt. Und Albert, ja, deswegen muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, aber ich habe gerade eine Aufnahme gestartet, eine halbe Stunde lang gespielt und gesehen, dass Albert, ich dann Frapped gar nicht gestartet habe. Das bedeutet eine halbe Stunde wieder für Nüsse. Ich konnte natürlich den Spielstand relativ einfach jetzt zurückstellen und zwar Albert, an dieser Stelle nochmal anknüpfen. Warum versteckst du dich? Ich weiß jetzt, wie diese Mission ausgeht und wir haben eine Mission angefangen. Das war alles nichts Wildes, wie gesagt, Albert, eine halbe Stunde. Was passiert bei einer halben Labor Stunde zeigen. Beim Witcher schon? Fast gar nichts, wisst ihr selber. Und deswegen machen wir einfach weiter. Wenn ich mich ein Albert, bisschen anders anhöre als sonst, dann liegt es daran, dass ich ein neues Aufnahmeequipment habe. Und deswegen verzeiht es mir, wenn ich mich Albert, anders anhöre. Und wenn ich ein bisschen rumprobieren muss hier und da mal, bitte verzeiht mir das. Ich mache das ja auch hauptsächlich für euch, damit ihr einen besseren Gehörgenuss Albert, habt. Und warum versteckst du dich? Genug davon. Wir werden gerufen. Beziehungsweise wir eigentlich nicht, aber... Albert, da bist du ja, mein Lieber. Aber wir sind nicht Albert. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung... Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Eine Falle. Das war doch so klar. Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Scheint, bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Ich glaube kaum. So. Schlag ihn von links. Na, komm schon. So. Der einzige Vorteil, dass die Aufnahme weg ist, ist, dass ich mich jetzt nicht so blamiere wie gerade, als wir hier angefangen haben. Wie gesagt, nach, keine Ahnung, fast einer Woche Spielzeit. Ist das alles mit der Steuerung so ein bisschen komisch und da habe ich mich ordentlich verprügeln lassen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es natürlich geschafft, aber hatten weit unter der Hälfte unserer Energie. Los, gib sie! So, nochmal Quen. Zack. Und da gibt's ordentlich Lacke auf die Mütze. Aua. Kameraführung ist auch nicht perfekt. Also bei Klitschkos kämpfen sieht das immer ein bisschen eleganter aus, das weiß ich selbst. Immer schön die Deckung oben halten. Aber wir sind ja auch keine gelehrte Boxer, sondern nur Freizeitboxer, die sich ab und zu mal ein bisschen Geld dazu verdienen.
Auf ihn! Alle zusammen! So, jetzt sind wir alleine. Jetzt kann ich auch ohne gezückte Deckung. Wo kommst du denn her? Aber er deckt es sehr gut, deswegen warten wir mal ab, bis er angreift. So. Ich würde ihn auch gerne greifen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Und wenn ja, wenn wie. Deswegen gibt es hier nochmal eine Hake von links. Die Kiste haben wir ausgeräumt und eine nette Rüstung gefunden, die wir später auch brauchen können. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier so viel Blut verliert. Wir haben den eigentlich nur mit unserer Faust niedergestreckt. Aber gut, ich denke mal, darüber machen wir uns später Gedanken. Zuerst einmal das Labyrinth verlassen. Zum Glück haben wir dabei die Minimap, auf die ich jetzt mal hätte achten sollen. Denn die zeigt uns, in welche Richtung wir aus dem Labyrinth kommen, ohne uns zu verlaufen. Das hat beim ersten Mal gut geklappt, jetzt nicht so schade. Aber naja, ich denke mal, wir werden das alles relativ gut über die Bühne bringen hier. Eigentlich wollte ich mir für die Aufnahme ein bisschen was zu trinken an die Seite packen. Denn es scheint so, als ob ich langsam Halsschmerzen bekomme und krank werde. Und deswegen wäre es bei so einer langen Aufnahme wie bei Witcher üblich, besser, sich etwas zu trinken dabei zu legen. Ich hoffe, dass ich das auch so überlebe und dass ich nicht irgendwann jetzt... Naja, ihr wisst Bescheid. Ich mag den Soundtrack total. Ich weiß nicht, ob ich auch schon mal gesagt habe. Aber der Soundtrack ist mega gut. Feier ich hart. Hör mir den noch persönlich sehr oft an. Gab's ja umsonst beim Spiel dabei. Naja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Alles in Ordnung. Es gab ein kleines Problem. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Sehr wohl, junge Dame. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Okay, toll. Wo gehen wir jetzt hin? Oder freut mich, dass ich helfen konnte. Ich denke mal, das Erste ist hauptsächlich... dass wir jetzt zusammen weggehen. Und das Zweite... Schön, dass ich helfen konnte. Wir sehen uns. Tschüss. Und deswegen, als wahrer Gentleman, wir haben sie auch gerade geküsst und deswegen... Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Was am Brunnen passiert ist... Wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Schade, wollte sie uns nicht dabei haben. Naja. Verübeln kann man sie nicht. Sie hat im Moment auch andere Probleme. Wir eigentlich auch. Feuerwehr geht weiter. Und er konnte in Ruhe fliehen. Wir speichern. Geht gerade nicht. Jetzt konnten wir speichern. Quest abgeschlossen. Das war die Quest für und mit Triss von Merigold. Wunderbar. Und was ich jetzt gerade sehe, was ich gerade überhaupt nicht gesehen hatte. Charakter. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir haben einen Charakterpunkt frei. Und entweder machen wir den Punkt voll... Hier Thema im Feuersturm. Feuerstrom, so. Kontinuierlichen Feuerstrom verringert die Ausdauerkosten um 50%. Das heißt, wir können das doppelt so lange machen. Und ja, komm, dann haben wir es voll. So, dann haben wir das voll. Zeichenintensität plus 79%. Schon mal ganz gut. Je nachdem, was wir dann hier noch später einstellen, können wir das dann noch mehr steigern, wissen wir ja. Und bei Kampf müssen wir auch mal bald gucken, ob wir da mal mehr machen. Und ob es für diese allgemeinen Sachen auch Mutagene gibt, die wir dann hier später einsetzen können. Ich weiß es noch gar nicht. Naja, Stufe 17. Wir machen uns mittlerweile. Wir können uns wieder umziehen. Und das ist das, was wir gerade gefunden haben. Die Sidarische Kavallerierüstung. Und die ist sogar besser als unsere Greifenrüstung, die wir vorher hatten. Und deswegen behalten wir die an. Wir haben uns ja auch beim letzten Mal geeinigt, dass wir unsere
Ausrüstung jetzt erstmal wechseln. Assassinen-Ausrüstung wollten wir eigentlich anlegen und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn wir erstmal unseren Stil ein wenig brechen. So, Maske würde ich vorerst... Finde es eigentlich cool, die Maske aufzuhaben, aber ich würde sagen, wir nehmen sie erstmal ab. Wir werden auch so schon oft genug erkannt auf der Straße, dann müssen wir nicht noch so eine auffällige Maske dazu tragen. Die Sachen hier werden wir natürlich, die Tuniken von Skellige, werden wir natürlich, sobald es geht, in unsere Truhe packen, in unser Lager packen, gar keine Frage. Wir haben 70 von 160 Platz erst belegt, das heißt, da haben wir noch eine Menge frei. Und ja, ich freue mich. Wir machen direkt weiter. Meditieren erstmal ein bisschen. Bis zum Morgengrauen ungefähr. Kennen wir ja. Dann haben wir unsere Gesundheit regeneriert und. Haben wir eigentlich Tränke ausgewählt? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, haben wir. Das Einzige, wir könnten Donner nochmal einfügen für den weißen Honig. So. Und was wir machen wollten in der letzten Folge. Wir haben ja jetzt viele Folgen schon die Hauptquest jetzt wieder gemacht und deswegen widmen wir uns jetzt erstmal wieder ein paar Folgen beziehungsweise ein paar der Monster-Quests. Und das ist ja ein Hexeauftrag, der relativ einfach noch ist. Und deswegen reiten wir auf Plötzchen. Nicht so schnell, Plötze. Wir brauchen gar nicht reiten, sehe ich gerade. Habe ich beim letzten Mal auch nicht gesehen. Da bin ich direkt aus Plötzchen gestiegen und losgeritten. Wir können hier eine Schnellreise durchführen. Und zwar ist hier das Anwesen der Wickelboots. Interessant. Wunderschön eigentlich. Ich mag das. Ich mag die Welt vom Witcher und ich mag die Karte. Und ich mag es auch, dass wir hier schon wieder so viele unentdeckte Sachen haben, die wir alle noch erforschen wollen. Was wir auch noch tun. Ihr wisst Bescheid. Einen Moment. Einen ganz kleinen Moment. Da bin ich wieder. Wunderschön. Und ja, hier hat es auch noch eine Quest in der Stadt. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen, beziehungsweise habe ich zu spät gesehen. Da waren wir während in einer Quest. Und ihr wisst ja, wie das ist. Haben wir zufällig einen Rüstungsschmied hier in der Gegend? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Ist natürlich ein wunderbares Motto für jemanden, der immer genug Geld hat. Dort hinten hat es einen Rüstungsschmied. Ich wollte mal gucken, entweder ob wir die Greifenrüstung verbessern können oder ob wir... Oh, Entschuldigung. Oder ob wir uns die Assassinenrüstung bauen können oder anfertigen lassen können. Kennen wir ja schon, deswegen habe ich das jetzt mal ganz kurz abgebrochen. Würdest du mir etwas anfertigen? Normalerweise macht man sowas nicht, natürlich, ich weiß das. So, Assassinenhandschuhe. Fehlen noch Zutaten und wären ein bisschen schlechter. Wir haben Greifenhandschuhe, haben wir glaube ich an, meine ich jedenfalls. Eine verbesserte Greifenhandschuhe wären besser. Nur unsere, dafür würden uns Greifenhandschuhe fehlen. Müssten wir aber noch anhaben. Oder irgendwo in der Hosentasche. Genau, Schema Assassinenhose wäre eine schlechter nur, aber mehr Vitalität. Greifenhose haben wir gerade an. Verbesserte Greifenhose, aber erst ab Stufe 18. Seh mal an. So, die haben wir gerade an tatsächlich, glaube ich. Die sidarische Kavallerierüstung. Und auch hier Greifenrüstung ist das, was wir vorher hatten. Verbesserte Greifenrüstung haben wir gar nicht. Doch hier. Aber auch Stufe 18 und nicht so viel besser. Das heißt, das, was wir jetzt gerade anhaben, ist da schon besser. Na gut. Reparieren wir mal alles, wo wir schon mal hier sind. Alles reparieren. Für das Schnäppchen machen wir das mal. Und dann auf Wiedersehen, der Herr. Bis dann. Okay. So viel dazu. Ein besorgter Blick nochmal nach rechts auf meinem Kontrollmonitor, ob jetzt noch die Aufnahme läuft wirklich. Und sie läuft. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Gut. Und wir wollten ein Schwert haben. Genau, wir wollten ein anderes Schwert. Dazu erinnere ich mich. Aber vorerst können wir ja nochmal den Auftrag machen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Geld für das Schwertchen. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Die Leichen, erzähl mir von ihnen. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Na gut, aber vorerst reden wir über unsere Bezahlung.
Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß ja, wie viel ich gerade hochgehen konnte. Ob ich jetzt mehr rauskriege. Gerade habe ich bei 50 angefangen und 30 habe ich hinterher rausbekommen. Schon besser, aber immer noch zu viel. Na gut, dann gehen wir halt wieder auf. Schon besser, aber immer noch zu viel. Die eine Krone, da kannst du dich jetzt auch nicht einkacken. Bitte was? Schon besser, aber immer noch zu viel. Aha. Schon besser, aber immer noch zu viel. Interessant. Ich habe nämlich vorhin bei 50 angefangen und konnte ihn dann auf 30 runterhandeln. Also er hat mich auf 30 dann runtergehandelt, Bonus. Jetzt, weil wir direkt beim 30 angefangen haben quasi, können wir nur noch weniger verlangen. Das ist ja doof. Schon besser, aber also immer cool, noch zu viel. Das ist Handeln doch so. Ich habe jetzt gedacht, dass es überall angepasst wurde. Schon Alter, besser, aber immer noch zu willst viel. Du mich verarschen? Schon besser, aber immer noch zu viel. Es ist nicht wahr, es ist nicht dein Ernst. 15 ist aber auch Schluss. Schwachsinn, das Angebot steht, wie es ist. Nimm es an oder lass es. Das ist ja mal Quatsch. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Ob wir das jetzt nochmal versuchen können? Wär ein bisschen blöd, aber okay. Also wie gesagt, beim letzten Mal Hälfte wollte ich mehr. Du kennst den Wert deiner Dienste und ich kenne die Grenzen unserer Möglichkeiten. Wir sind nicht reich, wir sind Stadtgardisten. Naja, aber es ist ja ein großes Problem. Dann sind wir auf 40 runter. Du kennst den Wert deiner Dienste und ich kenne die Grenzen. Ja, kennen wir. Dann auf 30 und dann hat er angenommen. Schwachsinn. Das Angebot steht, wie es... Na, mein Gott, egal. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Alter, ich werde sehen, was ich tue. Nickerling, ey. Wir bezahlen ja dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ja, aber nicht allzu viel, wie du gerade hervorkommen lassen hast, du Affe. Sie haben mich betrogen. Ja, wir wurden betrogen. Um unser wahres Geld hier. Unglaublich, wir haben wirklich 50 mehr bekommen. Nee, also 30. Aber 30 Kronen sind 30 Kronen. Aber wir sind da natürlich nicht so knickrig wie der kleine, kleinkarierte Affe da. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Arzt sprechen. Oh, Entschuldigung. Der die Leichen untersucht hat, damit er uns mehr sagen kann von dem Monster. Und wo finden wir den Arzt? An den Docks. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Na, nicht ganz. Nicht ganz. Wenn nur im Körper meiner Feinde. So. Guten Tag, Arzt. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Nun, es wäre nett, wenn du die Maske ablegen würdest, aber ich glaube, das ist gerade nicht möglich. Deswegen, die toten Wachen, erzähle mir von ihnen. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Nun, dann erzähl doch mal, ob die Leichen wohnten. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Okay, wo wurden die Leichen denn gefunden? Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Und ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Normalerweise vertrocknen Magier ihre Feinde nicht. Und wenn, dann sehe das, glaube ich, anders aus. Vielleicht ein Vampir? Ausgesaugt quasi, es ist wenn nie sie zu so spät vertrocknet sind. Wir werden sehen. Wir sind für die Armen. Untersuchen jetzt erstmal die Nähe an den Freudenhäusern, um Näheres herauszufinden. Obwohl, ich denke mal, es schwer sein wird, dort irgendwelche Spuren zu finden. Immerhin ist da ja meistens immer viel los. Gerade viel kommen, viel gehen. Meistens mehr kommen, aber dafür wird es immer gegangen. Der war schlecht. Entschuldigt.
Aber ich habe gelernt, schlechte Witze, das Beste an, ne, wichtigste an schlechten Witzen ist, dass man sie macht. Gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Na gut, machen wir, aber tja, zuerst lauschen wir die Kinder. Ich habe erzählt, dass sie Dinge tun, die Mama nicht tun würde. Meine Mama hasst das Wäschewaschen. Ist es das, was die vielen Herren in der Passiflora tun, ihre Wäsche waschen lassen? Ich denke schon. Oh, wie süß. Ich habe mal durchs Fenster geguckt und da sind alle in Unterhosen rumgelaufen. Warum sagt mein Papa dann, die Passiflora ist die beste, weil es dort die schmutzigsten Huren gibt? Tja, die Erwachsenen sind echt seltsam. Ja, das stimmt. Ach, wie cool ist das denn? Naja, noch einmal Kind sein. Okay. Wir sind wegen Wichtigeren hier. Untersuchen wir diese Fußabdrücke. Genagelte Stiefel der Wachen. Hey, unwichtig. Yaki, du bist der Älteste. Also, na gut. Was machen Huren die Fußabdrücke eines Kindes. Ja, verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Okay, hier finden wir auch nicht mehr, aber was ist das? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Na dann. Ein Pferd auf zwei Beinen, ich habe keine Ahnung. Oder ich hatte keine Ahnung, was für ein Wesen das war. Dann verfolgen wir die Fußspuren mal. Mal sehen, was wir so finden. Hier um die Ecke geht's rum. Dann geht's hier. Schön die Säcke doch mal leer machen. Hier haben wir eine Kiste. Gewalt gegen Kisten! Geht nicht. Wir müssen die Kiste leider ganz lassen. Aber da kommen wir einfach drüber. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Krüppelkati. Komisches Etablissement. Die Tür ist abgeschlossen. Sprich mit dem Eigentümer des Bordells. Und was ist das dort hinten? Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Wir können dem Parfümgeruch folgen oder mit dem Eigentümer des Bordells sprechen. Aber ich glaube, so, das ist schon ungewöhnlich, so ein teures Parfüm hier hinten. Deswegen verfolgen wir mal direkt die Duftspur. Hey, Yaki, das Gespräch kennen wir ja schon mit den kurzen. Also sag uns, was machen Huren deswegen genau? Können ja. Wir gerade nicht, danke, Sterber. Schön, dass du dich darüber sorgst. Ja, es ist alles nicht mehr so einfach heute. Okay, lassen wir das. Für sich selbst. So. Das ist es. Ah. Das ist nicht normal. Ein Städter. Wo bin ich? Ist alles in Ordnung mit dir? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Sehr wohl. Ja von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Unheil ist. Wir sollen also ins Haus? Na gut, dann machen wir uns mal einen Weg ins Haus. Abgeschlossen. Aber hier durch das Fenster sehen wir doch schon etwas. Und dort sitzt es mit Ohren. Und, naja, braunen Beinen. Haarige Beine, so wie ich das von hier aus sehe. Aber wir kommen hier nicht rein und deswegen müssen wir uns einen Weg rumsuchen. Und... Aua! Durchs Feuer laufen ist nicht so geil, dass man... Geisteszustand, klar? Dass man sofort anfängt zu brennen, ist ein bisschen unrealistisch, aber lassen wir das. Hier müsste es ins Haus gehen und hier haben wir eine Möglichkeit, die Sache näher zu untersuchen. Verschlossene Türen sind sowieso erstmal immer verräterisch. Und mal sehen, ob es hier etwas gibt. Aber so wie man sieht, findet man hier nichts. Nicht mal eine Truhe oder so. Warum war denn die Tür verschlossen? Merkwürdig. Auf jeden Fall hätten wir hier nicht reingehen müssen. Denn hier gibt es noch eine Treppe. Genau. Merkwürdig, dass man die Tür kaputt machen kann und es gibt gar nichts da. Normalerweise gibt es ja mindestens etwa irgendwas, was man danach kriegt. Und siehst hier haben wir zwei Blätter. Was war denn hier? Hast du gegessen? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sich ja irgendeine Bestie. So, in der Tat, das ist richtig. Und hier bin ich direkt vom Haus gefallen. So weit waren wir nämlich schon. Weil im Haus selbst läuft man ja langsam. Und sobald du das Haus verlässt, rennst du los wie so ein Irrer. An der Kiste war ich noch nicht. Können wir da vielleicht... Nein, okay, lass ihm die Kerze brennen.
Und bin Kriegsveteran. Vorsichtig sein. Eine Krone? Kriegsveteran, sehr gut. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Dachstuhl. Und dort unten sieht es auf jeden Fall aus, als könnte es da mehr geben. Wir speichern vorsichtshalber nochmal. Hüpf. Tägliche Wonnen. Tödliche Wonnen, Entschuldigung. Manchmal liest man ja das, was man sofort lesen möchte. Und wir wissen, dass wir auf jeden Fall mindestens ein Stockwerk noch runter müssen. Und da ist das Wesen, was wir durchs Fenster aus beobachten konnten. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ja, ich möchte mit dir reden. Normalerweise sind wir wirklich da, um sie zu töten, denn das war der Auftrag der Wache. Das Monster zu finden, was die Wachen getötet hat und zur Strecke zu bringen. Hören wir uns aber zuerst mal ihre Geschichte an. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Und das ist die das Wahrheit. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Ich muss dich töten, du musst die Stadt verlassen. Das wäre ja eigentlich wieder Vertragsbruch, wenn wir sagen würden, komm, geh. Auf der anderen Seite, den Doppler haben wir ja auch laufen gelassen und... Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja ein Mensch gegen Gewalt und... Man weiß aber nicht, ob sie uns jetzt anlügt. Sie kann ja auch einfach aus reiner Herzenslust die Männer getötet haben. Und wenn wir sie jetzt laufen lassen, geht sie ins nächste Dörfchen und frisst da die Menschen auf. Aber dann werden wir sie finden. Darauf ein Versprechen. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Naja, sie ist jetzt wütend auf uns, weil wir sie am Leben lassen. Muss ich das verstehen? Frau Salma, sollen wir dich einfach mal... Sie ist wütend, weil... Naja. Bei manchen ist es manchen Kreaturen, das ist... Manchmal bereue ich auch, dass wir nicht alle töten, sondern leben lassen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich, glaube ich, schon die bessere Entscheidung, nicht immer alles mit Gewalt und Tod und so zu begegnen. Jetzt müssen wir zur Wache und den anlügen, obwohl wir eigentlich gegen das Lügen sind. Oder mal sehen, was wir ihm sagen können. Vielleicht sagen wir ihm auch einfach, dass wir sie haben laufen lassen. Ganz ehrlich, wenn wir das sagen können, tun wir das, weil dann haben wir eben das Geld nicht verdient für die Arbeit, die wir nicht gemacht haben. Obwohl wir die Stadt ja doch von ihr befreit haben. Also, naja, wir werden mal sehen, was kommt. Da ist er. So, ich weiß, wie die Wachen gestorben sind. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Ah, wohl eher nicht. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Wirklich, leb wohl. Und nach einem romantischen Moment mit Triss und einer kleinen Auseinandersetzung natürlich, haben wir aber unsere Aufgabe da sehr gut noch erledigen können. Und auch der Monsterauftrag, den wir hinterher noch zu erledigen hatten, ist gut vonstatten gegangen. Also ein super Auftakt in eine neue Aufnahmesession. Ich freue mich ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl. Auf bald. We'll be right back.